Nächster Redner ist Andreas Küberger von der ÖVP. Er ist Bürgermeister der steirischen Gemeinde Mautern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Jugendliche auf der Galerie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, Herr Kollege Hoyos, ich möchte zu Ihnen kurz eingehen. Sie unterstellen der Regierung, wir würden Empfehlungen des Rechnungshofes nicht ernst nehmen. Ich weise das auf das Schärfste zurück. Gerade Sie als Vorsitzender müssen immer wieder sehen, dass man bei der Follow-up-Überprüfung genau sieht, dass diese Empfehlungen auch sehr ernst genommen werden und auch umgesetzt. Und ich bin auch dankbar, Frau Rechnungshofpräsidentin, dass Sie letztes Jahr von Februar bis September auch hier die Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 geprüft haben. Geprüft wurden hier die Lokalbahn in Salzburg, Graz-Köflachbahn und auch die ÖBB. Meine Damen und Herren, überprüft wurde der Zeitraum 2017 bis 2021. 2021 gab es in Österreich 5.017 Eisenbahnkreuzungen. Die Rechnungshofprüfung hat sich konzentriert auf die Sicherheit und auf die Kostenaufteilung. Wir haben heute schon gehört, und es ist ja eine traurige Zahl, bei 376 Unfällen auf diesen Kreuzungen sind 45 Menschen ums Leben gekommen und 81 schwer verletzt. Es wurde hier auch ausgerechnet, dass so eine Eisenbahnkreuzung 14 Mal gefährlicher ist, dass man dann 14 Mal eher tödlich verunglückt als wie im Straßenverkehr. Es hat auch gezeigt, dass zum Beispiel eine Signalanlage 5-mal gefährlicher ist, im Gegensatz, wenn eine Signalanlage und ein Schranken sich dort befindet. Meine Damen und Herren, wir haben auch gehört, dass diese Umstellung, die ja noch nicht ganz vollzogen ist, weil es ist ja festgestellt worden, dass im 21er Jahr erst 50% unserer Kreuzungen überprüft worden ist. Und es ist ja bis August 24 geplant, hier alles umzusetzen. Darum wurde das auch verlängert um 5 Jahre, dass das gewaltige Kosten sind. Und ich habe in meinem Wahlkreis zu Hause einige Bürgermeister angerufen und habe gefragt, welche Herausforderung besondere das auch ist mit diesen Eisenbahnkreuzungen. Und ich habe dort den Bürgermeister aus Scheifling angerufen, der ist im oberen Murtal zu Hause, der Gottfried Reif, und der hat mir erzählt, dass er in seiner Gemeinde 6 so Eisenbahnkreuzungen hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine 250.000 Euro bis 500.000 Euro kostet, dass hier die Gemeinde 50% hier auch leisten muss, dass es dann noch Wartungskosten gibt von 5.000 Euro jährlich und das Budget dann auch 5 mal 6 ist 30.000 Euro jährlich belastet, sind das natürlich gewaltige Kosten. Aber trotzdem, ich möchte hier ein großes Danke sagen den Bürgermeistern da draußen, weil die schaffen es, die setzen sich hier ein, für Sicherheit zu sorgen, obwohl das Budget sehr knapp ist. Und es ist auch nicht immer einfach. Die Frau Rechnungshofpräsidentin weiß, in der Empfehlung ist auch drinnen, dass man die eine oder andere Kreuzung auch auflässt. Aber da geht es um Sicherheit, um Verantwortung, um das Budget. Aber es gibt halt auch Anrainer, die hier über diese Bahn auch müssen. Und nochmal vielleicht einen Applaus für unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die da Verantwortung zeigen. Zwei Sätze noch dazu vielleicht zur Eisenbahn. Es liegt mir einfach am Herzen, die neue Südbahnstrecke. Es entstehen da wirklich neue Wirtschaftsräume, Lebensräume, Arbeitsräume. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir andere Regionen nicht vernachlässigen. Und gerade, weil ich mit dem Bürgermeister aus dem oberen Murtal telefoniert habe, es beginnt mit der Murtalbahn, die unbedingt hier elektrifiziert gehört oder Wasserstoff ausgebahnt, die Lavantalbahn, aber auch bei mir zu Hause im Liesingtal in der Bruch zum Beispiel ein Bahnhof und vor allem die Taktung. Warum, meine Damen und Herren? Wir müssen die Zubringer stärken, weil wenn ich heute heimfahre, will da um 18.25 Uhr geht der letzte Zug in meine Heimat, muss zweimal umsteigen und komme im Bus an, und das müssen wir ändern in Zeiten der Klimaveränderung. Danke. Applaus